Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem Unboxing-Hardware-Video. Ich weiß es noch nicht, oder einfach nur angucken. Ich habe noch keinen Plan. Ich denke mal, ich werde wieder alles in einem machen. Das habe ich im Odin was shoppen schon eben gezeigt. Das ist ein 4K HDMI-Splitter von AV-Hack. Ich richte euch mal nach unten. Das Gute an diesem ist, der hat eine Fernbedienung, der hat 4K und 60 FPS und HDR. So, jetzt packen wir den erstmal aus. Wir packen alles aus. Ich habe es ja schon ansatzweise im Odimer Shoppen ausgepackt. Jetzt packen wir es richtig aus. Anschließend werden wir ihn jetzt noch nicht. Da warte ich jetzt ab auf meine Kabel, die noch kommen. Und dann werden wir den nämlich komplett anschließen. Also werden alles anschließen. Und da ist der dann mit bei. So, wir haben einmal hier eine 5-Port-HDMI-Switch. Ach, scheiße, jetzt habe ich meine Brille vergessen. Moment. So, da bin ich mir schon wieder. Hier steht es auch drauf. Ich werde es auch gleich in die Kamera halten. Auflösung. HDMI-Auflösung. 24, 25, 60 FPS. 2160p. 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i. Dunkle Farben. Auch da steht genau das gleiche drin, 24, 30, 36 Bit, 1080p, 1080i, 720p. Ja, und dann geht das halt so weiter hoch, runter. Außer bei, doch hier, 24 Bits, auch bei 2160p, also 4K, also UHD. UHD, ich möchte damit aufhören, das 4K zu bezeichnen, wenn es kein 4K ist. 4K ist nur im Kino. Wir haben UHD, das ist ein Stück kleiner, also von oben nach unten hier sehen. Und deswegen haben wir immer noch, wenn wir Kinofilme gucken, oben diesen schwarzen Balken. So. Maximale Bandbreite 450 MHz. Eingangsspannung 5 Volt. Ja, das ist alles, was uns eigentlich so erstmal nicht interessiert. AVG 26. Und bei Eingang und bei Ausgang 6M AVG 26 HDMI Standardkabel. Ja, das steht halt da noch. So, und wenn wir das dann hier ausklappen, haben wir dann halt in verschiedenen Sprachen. So. Der hat wohl auch einen Upscaler mit drin, irgendwie. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Weil hier, ach nee, das heißt nur, dass man verschiedene Quellen anschließen kann. Ich muss erstmal die Bedienungsanleitung in Deutsch finden. Das machen wir dann nachher, sonst wird das Video zu lang. Das lese ich mir gleich dann durch. Dann haben wir halt hier eine Fernbedienung. Batterien sind logischerweise keine drin. Die müssen wir uns dann erholen. Und da können wir dann... Moment. So, da bin ich wieder. UPS ist gekommen, hat hier noch was gebracht. Der kommt aber in späteren Videos. So. Dann haben wir noch kostenlos Steckdosenleiste. Hier ist noch ein Zettel mit irgendwie kostenlos Steckdosenleiste mit bei. So, dann haben wir ein Stromkabel. Und hier können wir dann halt das Gerät direkt an- und ausschalten. Und die HDMI uns aussuchen, die wir gerade nutzen wollen. So, dann gucken wir uns den Splitter mal ganz genau an. So, hier steht dann halt, ich zoome euch mal ran. So, ich mach mal so, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen, dann blendet das Licht nicht so. AV-Hack, HDMI, Switch, HER, Switcher, Mensch, jetzt zeig. Sieht von oben, sieht die Lücke mehr aus. HDMI-Switcher 5:1. Das heißt,
Fünf Geräte können wir anschließen, ein Gerät als Ausgang. Und hier unten steht es dann auch 4K 60 Hertz, also 60 FPS, 60 Hertz und da HDR. Ja, da ist so eine Kamera, so ein Kamerasymbol da drüber. So könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser lesen. So. Und vorne, vorne haben wir den IR-Sensor. Power HDMI 2.0 HDR Switch. Steht hier vorne drauf. Da haben wir die Powerleuchte, das steht auch drüber. Hier haben wir den IR-Sensor für die Fernbedienung. Und hier haben wir dann praktisch 1, 2, 3, 4, 5. Ja, L1, L2, L3, L4, L5. Und hier haben wir einen Knopf, dass man am Gerät praktisch die verschiedenen HDMI-Eingänge wählen kann, falls mal die Batterie von der Fernbedienung alle ist und man selber keine Batterien gerade da hat, kann man trotzdem weiter gucken, man kann am Gerät umschalten. Hinten sieht es dann so aus. Seht ihr das? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Eingänge und einen Ausgang. Also praktisch hier könnt ihr 5 Geräte anschließen, mit Fernbedienung hin und her wechseln und die werden dann hier auf diesen Ausgang wiedergegeben. Hier ist ja Strom, also kein Upscaler oder irgendwas mit bei. Das würde dann anders aussehen, das ist dann meistens über eine Edit-Steuerung gemacht und dann steht meistens auf dem Gerät eine Tastenkombination. Und es sind hier irgendwie so weiße Schalter, die man machen kann mit 0, 1 und 2 und nee, mit 0 und 1. Mit 0 und 1 die man an und aus und dann steht dann halt hier 001, 1080p, 002, 4K, 101, 720p, sowas in der Art. Ja, aber das haben wir jetzt hier nicht. Das ist wirklich nur das, was reinkommt, geht auch wieder raus. Das heißt, wenn ihr 1080p anschaltet, reinmacht, kommt auch nur 1080p raus. 720p geht auch nur 720p raus. Es wird nicht verbessert von der Qualität oder vergrößert. Und den werden wir uns dann ganz genau angucken, wenn ich das große Verkabelvideo mache. Dann kann ich nämlich hier das Fire TV anschließen. Also Fire TV hat ja 4K. Ne? Das Fire TV, die PlayStation, den Receiver, die Kodiana Box und den Blu-ray Player. Dann bin ich bei 5 Geräten. Die gehen dann hier rein, raus und beim Rausgehen, nach dem Rausgehen besser gesagt, direkt nach dem Rausgehen, gehen sie dann noch an einen HDMI-Switch 1 zu 2. Das heißt, dass ich dann dieses Signal, was einmal rauskommt, nochmal in zweimal mache. Warum mache ich dieses? Einmal geht über ein 10 Meter Kabel zu meinem PC und einmal halt zum, Dreamscreen, dass ich da dann alle Geräte im Dreamscreen habe, beziehungsweise alle Geräte Ambilight nutzen können oder dass ich bei allen Geräten Ambilight nutzen kann. Deswegen mache ich das. Und dass ich alle Geräte auch auf dem PC habe, beziehungsweise am PC über die Capture-Karte habe, hat den Vorteil, dass wenn ich demnächst Videos über die Anker X2 mache, dass ich mich da an den PC setzen kann. Wartet mal, hier ist irgendwie mein Standfuß verschoben. So. Das heißt, ich kann dann, die Anker X2 ist hier dran, ich sitze am PC, kann dann hin und her schalten mit der Fernbedienung und ihr habt ein muted Bild von, weil wird ja direkt abgegriffen und einen muten Ton, weil mein Mikrofon, mein Rode ist ja da dran. Ne? Das hat für euch den Vorteil, dass die dann halt besser werden, vom Ton und vom Bild her. Weil ich will ja zur Anker X noch mehr machen. PlayStation Vista muss hingehen, wenn ich streame, brauche ich meine PlayStation, klar. Und dann mache ich das ja über mein Stream-Programm und da kann ich ja dann alles machen. Eine Donation einfügen und habe ein schönes Layout da drin und so. Macht halt viel mehr Sinn.
Blu-ray-Player brauche ich jetzt nicht wirklich am PC, aber es geht halt, ist halt dran, wenn da mal ein Update kommt oder kann ich euch das Menü zeigen oder was weiß ich. Und Kodiana-Box brauche ich auch nicht wirklich am PC, aber die sind halt dann mit bei. Ja, aber weil, man kann halt 5 Geräte anschließen. Und ich will ja für alle Ambilight haben. Und wenn die da nun mal mit dran sind, sind die ja mit dran. Aber für den Aufnahmezweck oder so, sind die Geräte eigentlich nicht gedacht, dass ich da irgendwas aufnehme. Fire TV schon, dann könnte man vielleicht mal Fire TV, kann ich euch die Oberfläche zeigen, kann ich euch die Apps zeigen und sowas alles. Das will ich ja auch noch machen im Video, dass ich euch die Fire TV Apps alle zeige. Das ist jetzt hiermit wunderbar möglich. Das werde ich dann, wenn ich neu verkabel, hier, ich habe ja von Kabel direkt, habe mir Kabel bestellt. Sieht man das? Kabel direkt Service, das steht da auf der Karte, falls ihr das sehen könnt. Die habe ich mir bestellt. Ich weiß jetzt nicht, was ich bezahlt habe. 7-8 Euro pro Kabel. Das sind 2x 1,5 Meter Kabel. Da kommen aber auch noch mehr Kabel. Auch neuer 10 Meter Kabel. Und dann wird das angeschlossen. Und dann werden wir auch Probe machen. Und dann wird es später dann nochmal ein Video geben. Und dann zeige ich euch, ob die Qualität. Ich werde es direkt ohne Dreamscreen erstmal anschließen am TV. Und dann werden wir gucken, ob er die. Ja, das, was er verspricht: 4K HDR von der PlayStation. Wirklich weitergibt oder nicht. Und wie ob das Bild schlechter wird oder nicht. Das gucken wir uns dann alles an. Da muss ich jetzt nur warten, bis die restlichen Kabel kommen, dass ich dann das große Verkabelvideo machen kann, weil ich bringt ja nichts, wenn ich das jetzt anschließe und dann nochmal alles, dann warte ich jetzt ab und dann wird alles mit einem Mal komplett neu angeschlossen. Diesmal wird es ein Verkabelvideo XXL, weil PC kommt auch noch dazu, der wird auch komplett neu verkabelt. Also mit neuen DisplayPort-Kabeln, alles drum und dran. So, ja, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen war, Träumchen. Wie gesagt, irgendwo steht hier nicht Werbung. Wollte ich gerade sagen, ich bin jetzt gerade beim nächsten Produkt schon. Steht hier nicht Werbung, weil ich habe es ja selber gekauft bei Amazon für, weil das fragen ja auch die Leute immer. Moment, da muss ich bei Amazon kurz reingehen, dann kann ich euch das sagen. Meine Bestellungen. Da haben wir ihn. Ich habe ihn gekauft am Donnerstag, den 25. Juli. Nochmal kaufen. Bestellung anzeigen. So. Genau, hier steht's. Da. Steht da irgendwo meine Adresse? Nee, Bankleitzahl steht da. So. Mal gucken. So, jetzt könnt ihr das sehen. Da. Ich habe es für 45,99 Euro gekauft bei Amazon. 45,99, genau. Und den Link packe ich euch natürlich auch in die Videobeschreibung. Also keine Werbung. Ich habe es selber gekauft. Von meinem eigenen baren Geld. Bargeld. Nee, Bargeld ist es ja nicht. Ich habe ja Amazon, lade ich ja mal mit Gutschein auf. Na ja, ich habe es halt von meinem eigenen Geld bezahlt. So, ich bin da mal weg. Jetzt kommt gleich das nächste Video, wo Hashtag Werbung drin stehen wird. Ich habe nämlich Bluetooth-Kopfhörer gekriegt, die so wie die Apple iPod sein sollen. Dann bin ich mal gespannt, wie die sich anhören und wie die sind von der Qualität. Das kommt gleich im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.